Sie grinste. Oh, was ist da für eine Tür? Gütiger Himmel! Du bist Purpur, meinst du nicht, dass ich... Ich hab bemerkt, dass du schon... Sag, du kommst mir bekannt vor! Ja. Natürlich, du Blödmann! Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer! Ja, du bist der beste, tollste, schönste. Bist du der gleiche Purpur, den Dr. Fred kannte? Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ja, ich erinnere mich an das Insekt. Worüber schimpfst du denn so? Ich schimpfe nicht. Ich denke laut. Ja, dann denk leiser. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Jetzt ist... Kenn ich den? Hey! Was? Was hat der denn jetzt hier? Egal. Es ist leider wieder die Sache mit, dass die Musik wieder weg ist. Da müsste ich dann wieder ausschalten und neu starten, aber das lassen wir mal. Ist ein bisschen schade. Es wäre schön, wenn sie das besser hingekriegt hätten, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, wie war das jetzt? Wir müssen unsere Mumie. Hi, my name is. Okay, erstmal Namensschild. Ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Nee, noch nicht. Wieso? Was, wie? Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Oh! Aber die Mumie ist noch nicht fertig. Nee. Pimpt my Mumie. Mein Mensch wird der schönste Mensch. Also, es war einmal mit dem schönsten Lächeln. Dann nehmen wir doch hier. Upp. Jawohl. Dann den Lachkasten. Lachen. Ha. 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 Ah, ist so süß mit diesem 8-Bit-Lachen. Und die schönste Frisur. Und die kriegen wir mit. Natürlich. Sieht nicht schön aus, also Gabel benutzen mit... Nein, muss nicht. Was ich gerade eben am meisten bezweifle, ist, dass es so ein Crunch-Geräusch hatte. Ja? Also wabbelige, alte Hackbällchen. Glaube ich nicht. So, wir haben hier alles. Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt zu. Die haben da, also die Tentakelkultur hat auch nicht unbedingt bessere Witze. So, hallo Preisrichter. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Auf geht's. Ach, schon gut. Warum mache ich das hier eigentlich? Weil es einen Preis gibt. So. Jetzt fehlt wieder die Musik. Wahnsinn! Tolles Haar für eine einfache Mumie. Ja, ja, sie hat etwas Fleischhaftes. Aber hat sie auch Sterne und Blitze? Nein, Harold ist immer noch besser. Aber wenn Harold, sagen wir mal, tot umfallen würde, bekäme die Mumie den ersten Platz. Einverstanden. Wenn er tot umfallen würde, ja gut, dann... Können wir denn vielleicht mal... Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Okay, wieder alle rüber. Der Ruhige da, mit dem Verband, hat das größte Lächeln, das ich je gesehen habe. Jo. Aber die Zähne sind nicht so weiß wie die von Harold. Also... Stimmt, das ist kein Vergleich. Aber wir sollten der Mumie den zweiten Preis geben, für das längste Grinsen.
Meinetwegen. Okay, das heißt, Harold ist nach wie vor die Nummer 1. So. Aber Wettbewerbsbereich. Wir haben da ja noch ein Zaubermittel. Und zwar das Zaubermittel heißt... Hallo. Oh, Harold, das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Herr Doktor, ich glaube, mir wird schlecht. Ja. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ja, er hier. Ich fühlte mich gut. Die Spaßbremse. Bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Naja, hast komm. Du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Genau, weg aber mit dem. Ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Richtig. Du bist raus. Okay. Was für eine Schweinerei. Richtig. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Ah, schön. Ja, denkt dran, wenn ihr nächstes Mal, falls ihr ein Haustier haben solltet, ne? Kann auch andersrum gehen. Sodele. Harold ist nicht mehr da. Wie wär's denn, wenn wir jetzt mal die Sachen begutachten? Und zwar, ihr lieben Leute, wie war das nochmal mit den Haaren? Schaut euch die Haare doch noch einmal an. Genau. Ach, schon gut. Wir haben wieder Musik. Also. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Genau, und Harold ist nicht da. Voll und jawohl. Saftig. So macht die Mumie auch. Gewinnt. Haare. Einverstanden. Hey. Sehr gut. So, wie wär's, wenn ihr euch die Zähne nochmal anseht? Jawohl. Ach, schon gut. Mützen, die aufhaben, diese, wie heißen die, ich glaube, Fees oder so? Ich mag den ruhigen Typ, mit den großen Zähnen. Der nimmt mich immer dick und doof. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Genau. Einverstanden. Wie heißt das immer noch? Die haben da auch diesen Club der Wüstensöhne, ne? Die haben da auch diese komischen Hüte. So, und jetzt ist das beste Lachen. Ist bald das beste Lachen dran? Ivy Eagle, schon hallo. Gut. Und wieder zurück. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Die Mumie gewinnt. And the winner ist. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ja, ist klasse, ja. Ihr seid die Beste. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Yippie. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch. Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Aber schön, dass die... Jo, unsere Arbeit hier ist getan. ...den Witz überarbeitet haben. Errungenschaft freigeschalten. Dabei sein ist alles, aber gewinnen ist besser. Genau. Ach, schön. Erinnert mich ein bisschen an Heidi Klum. Oh. Für dich ist Lieder... Für dich gibt es diesmal kein Bild. Oder nee, wie heißt das? Ich habe kein Foto für dich. So. Die Mumie bekommt ein Bild. Oh. Ich hoffe, es geht auch weiter. Nicht, dass es hier so gerade... Okay. Wir dürfen weitermachen. Spiel fortsetzen. So. Also.
Wir haben gewonnen, wir haben den Pokal und wir haben, glaube ich, den Essensgutschein. So. Mal was anderes, genau, weil heute ist ja Freitag, Ames. Und dann gibt's ja immer was anderes. So, wie komme ich jetzt? Das ist jetzt ein bisschen... Wow. Ich glaube, das Spiel... Also aufgehängt hat sich's ja nicht, weil ich komme hier wieder rein. Aber es geht nicht weiter. Das Rad, wie immer, teuer. Dann machen wir Spielladen. Oh, 70%, es geht voran. Wirklich laden? Nein, möchte ich nicht. Wir gehen mal zurück. Speichern kann ich nicht. Komisch. Hm. 3 Uhr. Boah, von wann ist denn der? Mal gucken. Auch mal alt raustappen. Wie spät haben wir es denn? Okay, gut. Den sollte ich nicht laden. Zurück. Hm. Also, Spiel fortsetzen. Egal, linke, rechte Maustaste. Das ist... Ah, so sah es übrigens früher aus. Ich kann immer hin und her schalten zwischen Retro und dem Remastered. Magic. Aber auch hier geht's nicht weiter. Das ist jetzt alles etwas blöd. Tja. Tja, egal welche Tasten ich hier drücke, es geht nicht weiter. Dann machen wir Spiel laden. Dazu zurück, vielleicht nochmal in die Optionen gucken. Tja, das heißt, dass es hier so nicht weitergeht. Das ist jetzt leider etwas blöd. Dann laden wir mal einen alten Spielstand. Das Ganze nochmal. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. So. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Und ich hoffe, sage, sie bekommt den ersten Platz. Ja. Einverstanden. Nun, so. Das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Und bitte... Sie ist noch sehr gut erhalten. Ja. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Kann wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. So, das hatten wir. Finger weg. Ich mach hier gar nichts. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Yay, also und das, wunderbar. Obwohl du schon seit tausenden von Jahren tot bist. Du bist ich der glaube, Beste. Du bist mein... liebster Edison. Oh. So, also, ging ja noch. Okay, wunderbar.
Wunderbar. Dann machen wir mal ganz schnell Spiel speichern. So. Und ich mach mal kurzes Päuschen. Weil ich muss kurz mal pullern gehen. Gott sei Dank haben wir das ja hier noch hingekriegt. So, könnt ihr auch gerne machen. 2-3 Minuten. Kurzes Päuschen, gleich wieder da. Und dann geht's weiter. Wie pullern, keine Punika-Flasche. Volt for Steamer-Katheter, ja. Du frei nach dem Motto, ich brauch so einen Gamerstuhl mit eingebauter Toilette, ja? Und einen Kühlschrank noch in Reichweite. Ja. So, also, macht ihr nur. So, herzlich willkommen zurück. So, also, wir haben jetzt einen Preis bekommen mit dem Essensgutschein. Unterdessen. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen. Nerven aus Stahl. Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Oh ja, genau. So. Was war jetzt eigentlich hier nochmal drin? Ich gehe nochmal... Raus. Da war er drin. Hier war diese Mumie. Und dann hatten wir... Genau, da war die Zeitkapsel. Das heißt, wir können dann auch in der Vergangenheit das endlich mit, Hulk Hogan hier dann hinkriegen. So, die Wache. Wir müssen jetzt ihn hier erstmal. Komm hier. Nee, das ist was Besonderes. Nein, das ist hier. Super, Abendessen für zwei im Tentakelclub.
Das brauchst du. Das muss ich meiner Frau sagen. Genau. So, damit haben wir ihn jetzt. So, Schalter. Drücken. Ziehe, drücke Schalter. Ihr seid frei. Frei für was? Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Genau, nackig durch Tolle die Wälder. Tolle Sache. Rennen. Ja. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Wie passend, dass ich... Guck mal hier, Katze. Ja. Oh, hey, guck mal. Seht mal, ein Stinktier. Normalerweise kommt er immer schön und besiegt. Okay, das ging ja flott. Kommt zurück, ihr verrückten Menschen. Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude! Ja, das sagt hier. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Cartoons sind sehr, sehr lehrreich. Also, gut. So, jetzt kommt nämlich. Bei der Pendeluhr weiter, indem wir die aufmachen. So. Öffne Pendeluhr. Sehr schön. Boing. Okay. Müll in Schachteln. Naja. Gut. Essig kriegt der Hobby. Trophäe. Oh. Achtung, bitte nochmal, Achtung. Oh. Schönes Oh. So, Haugi hat jetzt endlich den Essig, um damit die... Boah, hinten das Maurerdekolleté. Ich weiß, ich kann's nicht umwinden. So, jetzt kann hier... So, mein Gutster. Guck mal, was ich hier hab. Essig. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Richtig. Tritt zurück, deine. Sohn. Ich brauche Platz. Okay, mach mal. Genau. Ja, ja, elektronische Geräte zur Kolonialzeit hier oder so. Ja, ist klar. Egal. Mach fertig. Tada! Hat gefehlt. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Was die hier immer alle mit Baltimore haben? Einmal nehmen. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Die Briten kommen, schön. Jupp. Wo? Wie, Soll wo, das was? Lustig sein? Ich bin Nein. sehr beschäftigt. Ja, mach ruhig weiter, ich gehe. Tschüss. So, wo ist nochmal... Halt. Monsieur... Benjamin Franklin mit dem Drachen. Was soll das werden? Das ist eine super-duper Batterie. Aus Öl, Essig und Gold. Natürlich. Dann sind wir mit ihm, glaube ich, gleich fertig. Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Ja, aber quatsch mich nicht so blöd an. Sicher, warum nicht? Sicher, warum nicht? Prächtig. Prächtig, prächtig. So, mal schnell her.